Es ist mal wieder Mittwoch, Zeit für unsere Challenge WBS-Fragen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke. Und um Zeit zu sparen, habe ich jetzt schon das erste Fräckchen-Frage hier in der Hand. Denn es ist mal wieder Mittwoch und ihr fragt mich in 3 Minuten alles, was nur geht. Zeit läuft jetzt. Ist ein Werk eigentlich auch dann urheberrechtlich geschützt, wenn der Erschaffer meint, er hätte wenig Kreativität, Fähigkeit und Arbeit dafür investiert? Ja, denn das ist objektiv zu beurteilen. Also ein Gericht würde beurteilen, ist das ein kreatives Werk. Und wenn der Erschaffer meint, ich war aber ganz unkreativ, würde ich jetzt mal sagen, hat das keine weitere Auswirkung. Was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Der Mord ist in § 211 Strafgesetzbuch geregelt und es müssen immer noch gewisse Mordelemente hinzukommen, wie zum Beispiel Heimtücke. Also nur weil man jemanden tötet, ist das noch kein Mord, sondern man muss noch ein gewisses niederträchtiges Element dabei tun, zum Beispiel aus Rachsucht oder aus Geldgier zu töten. Wer also jemanden tötet, irgendwie im Affekt, der begeht eben nur einen Totschlag, hat also keine niederträchtigen Elemente da drin. Und beim Mord kommen eben bestimmte sogenannte Mordmerkmale noch dazu. Hätten Sie sich vorstellen können, auch in einer anderen juristischen Laufbahn wie Richter oder Staatsanwalt zu arbeiten? Nein, eigentlich nicht. Ich habe ja alles durchlaufen in der Ausbildung. Richterjob ist auch gut, aber da ist man gewissen Zwängen natürlich unterlegen. Man muss genau das ausurteilen, was einem auf dem Tisch liegt. Da kann ich als Anwalt schon eher sagen, den Fall nehme ich an oder den nicht. Und Staatsanwaltschaft hat man natürlich auch Themen auf dem Tisch, die jetzt nicht so ganz meine Themen waren. Manchmal war das sehr destruktiv, wenn die dann da nur mit so wirklich krassen Kriminellen zu tun hatten. Muss ich bereits ein Gewerbe anmelden, wenn ich etwas Kostenpflichtiges anbiete oder erst, wenn ich Umsatz gemacht habe? Im Prinzip schon dann, wenn ich etwas Kostenpflichtiges anbiete und vorhabe, dauerhaft damit Gewinne zu erzielen, muss ich das Gewerbe anmelden. So ganz genau nehmen die das beim Gewerbeamt aber nicht. Also kannst auch erstmal schauen, läuft das überhaupt, verkaufe ich das überhaupt 1, 2, 3 Mal und dann wird das auch noch klappen, dann ein Gewerbe anzumelden. Gibt es auch Outtakes von euren Videos oder macht ihr alles beim ersten Mal perfekt? Natürlich gibt es Outtakes, die kannst du dir hier anschauen, sind sogar ganz gut angekommen, machen wir einmal im Jahr, immer so um Januar rum, da könnt ihr euch jetzt bald schon wieder drauf freuen. Oh Gott, es wird schon wieder Winter. Mache ich mich strafbar, wenn ein Freund Raubkopien an mich weitergibt? Nein, also wenn du das nicht weißt, dass es Raubkopien sind und du denkst, das wäre eine private Kopie des Freundes, machst du dich nicht strafbar. Nimmst du Raubkopien an, wüsste ich auch nicht, was du machst. Du hast keine Raubkopien angefertigt, auch nicht selber weiter verbreitet. Dein Freund macht sich sicherlich strafbar, du aber eher nicht. Darf man von jedem Spiel ein Let's Play machen, wenn es der Hersteller nicht ausdrücklich verbietet? Nein, umgekehrt ist es. Der Hersteller muss es ausdrücklich erlauben und dann darf man ein Let's Play machen. Also genau die falsche Frage, rauchen Sie? Endlich mal eine Antwort, die ich kurz geben kann. Nein, habe ich noch nie getan. Will ich mir auch jetzt nicht mehr angewöhnen. Oh, das war's. Genau, letzte Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Fragen. Nicht so dolle. 10 ist ja so der Durchschnitt, aber dafür ein bisschen länger. Manche wollen es ein bisschen länger beantwortet haben, manche wollen es ein bisschen kürzer beantwortet haben. Ich will immer ein gutes Mittelmaß schaffen. Naja, mal schauen, was ich beim nächsten Mal schaffe. Fragt eure Fragen unter Hashtag Challenge WBS und wir beantworten die hier am nächsten Mittwoch. Danke fürs Zuschauen, tschüss und bis dahin.